Gingen Sie gern spazieren? Oh ja, 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 bin ich schon immer gern gegangen. Ich finde es eine gute Sache. Die alten Leute kommen mich nah gerne einmal raus und so kommt man wenigstens ein bisschen in Kontakt mit der älteren Generation. Also ist super. Warum bist du mitgegangen oder was hat dich bewogen mitzumachen? Die Doris Rittberger ist schuld. Die hat das auf Facebook beworben und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, let's do it. Ja, okay. Und hast du das schon öfter gemacht, also mit älteren Menschen spazieren gehen? Ja, also natürlich meine Großeltern, die leider alle schon verstorben sind. Also schon mit meinen, also mit der eigenen Familie, aber noch nie nicht mit der Familie. Unsere Gesellschaft hat sich dazu entschlossen, dass wir eigentlich die Alten, den Umgang mit den älteren Menschen institutionalisiert. Also man hat es eigentlich elegant an irgendwelche Organisationen ausgelagert. Das ist etwas, was zum Beispiel im arabischen Raum völlig unvorstellbar wäre. Da kümmert es immer die Familie, dass die Familie lebt zusammen 3 bis 4 Generationen. Und das ist so, wie es bei uns früher war. Aber bei uns hat sich das alles geändert. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es möglichst viel Abwechslung und spannende Dinge gibt. Ich nehme nicht an, dass es im höheren Alter anders ist, als wenn man jung ist. Also ich nehme an, dass da die gleichen Präferenzen bestehen oder Gesetze bestehen sozusagen. Ich habe das gesehen und das hat mich sofort angesprochen, also so einfach im Herzen. Ich wollte schon länger irgendwie was machen, so für alte Leute oder ja, einfach. Ich habe schon öfter daran gedacht, dass ich das ehrenamtlich machen könnte oder so und habe dann halt einfach gesagt, ja, jetzt mache ich mit. Und es ist wunderschön. Achso, müssen wir nachschauen, sie ist noch da, ja? Ich muss drüber markieren. Warum bist du dabei? Weil ich das eine gute Initiative finde und ich auch gerne mal was Gutes tue für andere Leute und die alten Herrschaften. Rechts, Leute. Und ja. Die alten Herrschaften haben offensichtlich Spaß an der Sache und deshalb mache ich mit. Ja, hoffentlich du auch, oder? Ja, unbedingt. Okay, wen führst du denn da aus? Die Frau Bär. Okay, grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen denn mit dem Fred? Ja, danke, es geht schon ja? Gut. Ja, geht's Ihnen gut? Ja. Und genießen Sie die Spazierfahrt? Ja, natürlich, ja. Ja. Haben Sie Kinder oder Verwandte, die Sie besuchen kommen? Ja, die sind alle Arbeitsdienst. Also die müssen alle viel arbeiten und haben nicht viel Zeit, gell? Da haben sie die Zeit nicht, ja. Okay. Und was ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Der Frühling. Der Frühling? Und warum? Ja. Weil da alles wieder anfängt, sich zu erneuern. Mhm. Und das ist halt die schönste Zeit im Jahr, ist der Frühling. Okay. Zuerst müssen wir durch den Winter, gell? Bitte? Jetzt müssen wir zuerst mal durch den Winter, gell? Ja. Aber das schaffen wir, gell? Aber haben wir schon so viele Winter überlebt, das schaffen wir noch. Das schaffen wir auch noch. Genau. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und danke, gell? Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ich danke Ihnen. Doris, auch du bist dabei. Ja. Wir freuen uns. Ja, was sagst du? Es sind total viele Leute da. Cool, oder? Ich finde, das ist eine super Aktion. Ich bin total happy, dass so viele mitgemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße es sehr. Ja? Dieses jemanden quasi was Gutes tun und jemanden da auf dem Weg mitnehmen, ist ganz eine spezielle Sache und tut gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Mit wem bist du da unterwegs? Ich bin mit der Frau Edith unterwegs. Okay. Was hast du denn schon erfahren? Ich habe erfahren, dass sie bei der Polizei gearbeitet hat früher
und dass sie nicht so besonders darauf erpicht ist, ihre Ex-Kollegen zu besuchen, was ich wahnsinnig witzig finde. Aber vielleicht kannst du es noch selber noch mehr fragen. Ja, fragen wir mal die Frau Edith. Hallo Frau Edith, wie geht's Ihnen denn? Dankeschön, mir geht's sehr, sehr gut. Ja, genießen Sie das heute? Ja, die Sonne, die ist Licht und geführt werde ich in die Gegend, also nicht einmal gehen muss ich. Wäre ja noch schöner, wenn Sie selber gehen müssten, oder? Wenn man so viele Leute. Das ist es, gehen. Das ist der Mensch, wie er lebt und lebt. Da kann man nichts machen. Das gehört dazu. Ich wollte nur sagen, das ist sehr empfehlenswert, einen Rolli zu schieben, wenn man Sport sieht, das Fitnessstudio. Man kriegt ziemlich einen Muckis in den Oberarmen. Okay, gut. Hast du noch was? Sonst nichts mehr. Sehr angenehm, macht es nächstes Mal wieder mit. Ich glaube, das sollten wir wiederholen. Sonne scheint auch, oder? Sonne scheint, super. Grüß Gott, Frau Bayer. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen denn? Naja, ich muss zufrieden sein. Gefällt Ihnen der Ausflug bis jetzt? Ja. Ja? Wann waren Sie das letzte Mal am Donaukanal? Sehr lang. Schon lang her? Ja, ich bin ja schon im 96. Na echt? Ja, ich war am 3. März, war ich 95. Wow. Also alles ist kaputt, nur der Schädel ist noch ein bisschen in Ordnung. Ich hätte nicht geglaubt, dass Sie so alt sind. Ich kann noch rätseln, das okay. Mache ich, das ist mein, dass mein Hirn nicht einschläft. Okay. Und welche Jahreszeit ist Ihnen am liebsten? Naja, das ist mir egal, aber wenn die Sonne scheint, ist mir lieber. Hauptsache die Sonne scheint? Ja. Okay. Und gut. Wir haben heute Glück. Wir haben Glück gehabt, ja. Glück geht ein bisschen, aber sonst? Na, das macht nichts. Das macht nichts, gell? Es ist ja nicht kalt, ist ja nicht. Genau. Okay, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, ich habe sogar meine Kopfbedeckung weggegeben, ja, weil mir zu warm ist. Und was haben Sie gearbeitet? Ich war Friseurin. Friseurin, okay. Und heute kann ich mich nicht einmal selber frisieren, leider. Aber mit 96 muss man das auch nicht mehr selber können. Weil ich die Hände nicht heben kann. Ne? Ja. Ich sage, alles ist kaputt, nur der einzige Schädel, der ist noch ein bisschen in Ordnung. Weil ich glaube, der funktioniert noch recht gut, der Schädel. Ja, ne? Gott sei Dank. Ja. Ja, es tut halt nicht weh, wenn man deppert war. Entschuldigung, wenn ich das sage. Das tut nicht weh, aber wenn man es den anderen dann die sehen, ist furchtbar. Und haben Sie noch Familie, die Sie besuchen kommt? Ja, ich habe leider einen Sohn, der war Ingenieur, ist mit 58 gestorben. Und der andere Sohn ist auch Ingenieur, der hat immer im Ausland gearbeitet. Jetzt war er in Südafrika, hat er gearbeitet. Jetzt ist er in Urlaub da zu Hause. Mhm. Habe ich gesagt, geh nicht mehr arbeiten, er ist jetzt schon 62. Habe ich gesagt, genieß noch ein paar Jahre, weil das Geld bleibt eh dann da. Ich bin die Petra Jens, ich bin die Fußgängerbeauftragte von Wien. Okay, wie gefällt dir unsere Aktion? Ich finde es total super. Erstens mal haben wir ein Riesenglück mit dem Wetter. Die Stimmung ist gut und die Leute, die mitgehen, genießen es richtig. Genießen es richtig, dieses einfache Spazierengehen am Donaukanal. Man unterhält sich, man lernt neue Leute kennen. Einige Teilnehmerinnen haben mir gesagt, dass sie fast noch nie hier waren, dass es auch eine neue Erfahrung für sie ist, den Donaukanal kennenzulernen. Andere kennen ihn von früher und staunen, wie sehr sich das Ufer verändert hat. Also eigentlich gefällt mir das ganz gut da. Okay. Meinst du, sollte man sowas öfter machen? Absolut. Gemeinsam spazieren gehen, gemeinsam neue Stadtteile entdecken, neue Flaniermeilen erkunden, das ist einfach was Schönes. Ja, macht den Eindruck, oder? Sehr gute Begleitung. Wie gefällt Ihnen der Ausflug? Ganz gut. Ja? Fahren Sie gern spazieren? Solange ich nicht nass bin. Na, da passen wir schon auf, dass es nicht regnet, gell? Wir haben ja extra Sonnenschein bestellt für heute, gell? Ja. Es regnet gar nicht eigentlich.
Was haben Sie denn am liebsten für Jahreszeit? Was mögen Sie denn am liebsten? Ja, ist egal, immer wenn es schön ist. Wenn es schön ist, wenn die Sonne scheint. So, die kommt jetzt baden. Was haben Sie gearbeitet? Als Tischler. Als Tischler, okay. Haben Sie da Tische und Möbel gebaut? Auch. Auch? Wie lange haben Sie denn gearbeitet als Tischler? Na ja, 10 Jahre. 10 Jahre? Okay. Haben Sie es gern gemacht? Ja. Betten haben Sie auch gebaut? Bitte? Betten haben Sie auch gebaut? Alles. Alles haben wir gebaut, okay. Alles, was aus Holz war. Alles, was aus Holz war. Hast du schon öfter gemacht, mit älteren Menschen irgendwie spazieren gehen? Jetzt nicht in dem Rahmen in Wien, aber ich habe auch mit älteren Menschen, mit den Maltesern, Weihnachtsfeiern organisiert und haben wir gemeinsam halt Sachen unternommen, wie singen und ja. Okay. Bist du im Sozialbereich tätig oder machst du das einfach so gern? Ich mache es einfach so gern. Ich koche auch ab und zu zwar im Winzibett, aber ich tue es für mich, weil es halt eine wertvolle Erfahrung ist. Ja, das ist die Jacke.